Wir selbst besitzen aktuell nur 4 Grafschaften. Und die 4 Grafschaften sind alle auf Irland hier unten sehr verteilt, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir können zum Beispiel hier oben Island, können wir schon mal abgeben an jemanden. Vorzugsweise an jemanden, der uns wohlgesonnen ist. Guck mal ganz kurz, wer hier drin ist. Gräfin Edla ist krank. Der Walp, der sieht ja ganz vielversprechend aus. Hat auch eine gute Meinung von uns. Und der Graf Einar. Habe ich gegen den nicht noch einen Groll? Das war der Häuptling Garda. Keine Ahnung, wer da. Das ist hier offenbar ein neuer. Ein Berserker. Also entweder der Einar oder der Walp. Er ist feige. Da hätte ich jetzt eher gesagt, wir geben es ihm hier, weil sie eher vielleicht nicht unbedingt einer Fraktion dann anschließt. Also, das Jarltum von Island bekommst du, mein Guter. Dann können wir noch abgeben das Jarltum von Ulster, wobei wir aber da im Jarltum von Ulster ja selbst, wir halten ja Ulster selbst. Da hätte ich jetzt gesagt eher nein. Ja, wir halten in jedem Jarltum, außer in dem hier oben, halten wir quasi noch eine. Na gut, wir geben mal ein bisschen was ab. Vielleicht, da haben wir sogar, da haben wir 2. Ja, also das hier, das bleibt bei uns. Da halten wir auch die entsprechenden Grafschaften. Ich hätte gesagt, wir geben mal Ulster hier oben ab. Das Jarltum von Ulster hier wird abgegeben an, guck mal hier rein, wer ist hier drin? Ich hab beide. Ich habe ja doch beide hier oben auch, oder was? Ulster? Nee. Wem gehört denn das hier oben? Wieso wird mir da... Hä? Ach, Mann. Ja, es werden ja nicht alle angezeigt, deswegen. Ah, okay. Also Ulster gehört uns auch komplett, oder wie? Sag mal, bin ich jetzt blöd? Baronie von Kerlingafjord hab ich hier. Da ist es. Earltum von Oriel. Da ist es. Also Ulster gehört uns auch komplett. Ich will mich eigentlich von gar keinem Herzogtum trennen. Hier unten... Ja, das hier gehört uns noch nicht, ja. Aber ich meine jetzt von den gehaltenen Grafschaften im Herzogtum gehören uns quasi. Uns gehört ja halt alles, ne? Das ist ja der Punkt. Uns gehört halt alles. Also wenn wir jetzt, das Problem ist, wenn wir jetzt das Jarltum von Munster abgeben, dann habe ich halt ein etwas größeres Problem, weil die Leute dann auch stärker werden, wenn wir dann irgendwann nach unserem Verscheiden, Teufus am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen kleiner als 3. Dankeschön, lieber Deditor. Guten Morgen und vielen Dank für den 27. Monat und deine Unterstützung. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wir werden wahrscheinlich hier unten das Großherzogtum hier, das Jarltum von Munster behalten, weil wir da 3 haben. Das heißt, was wir abgeben, ist das Jarltum von Leinster. Das Problem ist, die sind halt dann sauer. Weil die keine Grafschaft halten. Wer kann denn das jetzt hier quasi... Guck mal, wer dafür in Frage kommt. Gjalva, Dankeschön fürs Folgen und Willkommen. Das heißt, wir könnten das an jemanden vergeben. Wir könnten das an unseren Sohn vergeben. Ich vergebe an meine Kinder, die enterbt sind, nicht unbedingt immer was. Ah, ich habe ganz vergessen, wir haben ja den Anspruch auf Dänemark noch durch unseren Prinz Gnom. Ja, vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht, dann könnte der sich mal drüben ansiedeln, aber dann würde der König werden. Nee, das klappt auch wieder nicht.
Aber wir könnten für ihn das Jarltum von Sjaeland erobern. Das wäre eine Möglichkeit. Komm, das bekommt jetzt unser Sohn, auch wenn mich das bestimmt wieder in den Hintern beißt. Jarltum von... Oh, braucht der da eins? Ah, der braucht mindestens eins. Das heißt, ich muss eins davon abgeben. Leider. Wir geben mal Ossori ab. Und er bekommt das Jarltum von Leinster. Das wird mich sowas von in den Hintern beißen. Wenn der jetzt ambitioniert wird hier. Na gut. So, habe ich denn jetzt immer noch zu viel an Herzogtümern? Ich habe jetzt noch drei, oder? Ich glaube, drei ist okay. Wenn mich nicht alles täuscht. Meine Güte, ich habe schon wieder alles vergessen mittlerweile. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay, also dann lassen wir das erstmal so. Wir haben natürlich jetzt eine Domäne verloren, aber das ist okay. Dann, wo sind jetzt die hin? Die haben sich verabschiedet. Hier, Ratsverwalter hat sich verabschiedet und unser Ratsmarschall seltsamerweise. Das heißt, oh Gott. Der Hüsinger, der kann hier rein, hat 10 Verwaltungspunkte, ist nicht viel, aber besser wie gar nichts. Und der Sölvi, ich glaube, die anderen sind jetzt irgendwie weggefallen hier. Na gut, dann macht mal weiter hier. Was habe ich denn noch? Kann Verbrecher zu Gerichtskampf herausfordern? Nein. Ratsposten für Vasallen gibt's nicht. Kriege erklären gibt's noch ganz viel. Wir können den Königreichstitel schaffen. Der wird sowieso geschaffen, wenn wir sterben. Dann Gnomi kann heiraten. Unsere Tochter. Da ist die Frage, ob man noch irgendwie vielleicht ein Bündnis sich holt. Schweden ist ja schon da. Vielleicht sogar matrilinear mit Östergötland. 1600. Ein Teil von Schweden ist das. Wenn wir nicht matrilinear machen, wäre der nächste Königreich... Oh, ein Norriger hier oben. Ja, ich würde noch ein bisschen warten mit dem Bündnis, falls wir nochmal umentscheiden müssen. Wir halten uns das mal in der Hinterhand. Wir können ein Bündnis mit unserem Sohn jetzt machen, weil er natürlich jetzt hier unser Vasall ist. Wir haben wenig Champions, da müssen wir noch gucken. Bande von Prinz Gnom ändern. Das passt. Und Zahlung verlangen 8 Gold von dir. Ja, die muss ich dir jetzt aber auch nicht abnehmen. Ich habe doch noch zu viele Herzogtümer. Ah, ich muss noch eins abgeben jetzt. Mist. Wir müssen noch eins abgeben. Wir müssen hier oben Ulster abgeben. Also Oriel in dem Fall. Enttäuschend. Dann bleibt uns das Jarltum von Munster und das Jarltum von Mönn, das wir ja behalten wollen. Und wir vergeben es. Wir vergeben es an... Im Chat kam der Hinweis auf unseren Sohn. An den zweiten Sohn. An den Prinz Gom hier. Der bekommt aber auch nur Uriel. Ulster bleibt bei uns erstmal. So. Und das heißt, auch mit dir kann ich so ein kleines Bündnis machen. Dann machen wir das auch. So. Gut, wir haben ganz viel Prestigepunkte. Das heißt, wir können viele Sachen machen. Unter anderem zum Beispiel ein Artefakt in Auftrag geben. Das man natürlich mit Gold macht und nicht mit Prestige. Das wusste ich natürlich. Ja, machen wir. Wir holen uns jetzt was für unseren neuen Thronraum. Weil ich glaube, dass wir genügend Artefakte erstmal für uns selbst haben. Wir könnten noch 2 Schmuckstücke uns holen. Aber das, ja... Da würde ich jetzt sagen, erstmal schön was für den Thronraum. Zum Beispiel ein schönes Möbelstück. So. Dann. Massenrauswurf, nein. Festmahl. Wir könnten natürlich jetzt ein Festmahl gleich veranstalten. Weil wir uns so freuen, dass wir jetzt hier König geworden sind. 200 kostet das jetzt hier. Das ist natürlich schon, ne?
Oh, habe ich nur die Haupt... Habe ich nur die Grafschaft vergeben? Ah, dankeschön für den Hinweis. Ich dachte, ich hätte ihm... Wir müssen mal kurz die Pause rausnehmen. Dankeschön für den Hinweis. So. Alter, wie lange musst du denn nachdenken, ob du hier... Ach so, wegen dem Bündnis. So, du bekommst jetzt hier das Jarltum von Ulster hier oben noch geschenkt. Voll die Vetternwirtschaft hier bei uns im Land. So, also ich würde mal sagen, dass wir vielleicht doch kein Fest machen. Das ist so teuer. Ich weiß, ich habe ganz viel Geld, aber trotzdem. Unser Nachfolger braucht Geld, um eventuell Leute schmieren zu können. Jagd, Hauptsitz entwickeln, Champions einladen. Das würde ich aber hingegen machen für 150 Prestigepunkte. Und ansonsten... Spezielle Nachfolgeart. Die Wahlnachfolge könnten wir annehmen. Ah, ich bin nicht so ganz sicher, ob wir das machen wollen. Wir haben jetzt alles unter Kontrolle. Von daher würde ich die Wahlnachfolge nur machen, wenn alle Stricke reißen. So, ja, jetzt ist der Hinweis weg. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Herzogtümer, die wir unser eigen nennen. Einmal hier oben Mönn. Und einmal hier unten das Herzogtum von Munster. Und dann passt das schon. Gut. Guten Morgen, Ska. So, wir warten mal darauf, dass unsere Truppen nach Hause kommen. Und ich glaube jetzt, meine Güte, nach, keine Ahnung, einer halben Stunde, können wir uns endlich wieder dem regulären Spiel widmen, wenn ich das richtig sehe. Wir müssen noch Hof halten. Ist jetzt, na, ich bin ja eh so kein Fan von Hof und so weiter, aber hey. Wir gucken mal. Mein Höfling, Freya, hat darauf bestanden, mich zu sehen, obwohl ich verlautbaren ließ, dass ich lieber allein sein wollte. Mein empfindsamer König, es ist nun schon eine ganze Weile her, seit ihr euch das letzte Mal bei Hof gezeigt habt. Es ist wahrscheinlich jetzt irgendwie 30 Tage her. Das ist ja nix. Wir werden den Hof... besuchen, wenn wir es für angemessen halten, reduziert unsere Hofpracht. Wir können für 6 Hofpracht ein Festmahl machen. Ja komm, wir gehen mal gleich, dann gehen wir halt gleich rein, Leute. Dann gehen wir halt gleich in unseren bescheidenen Hof, der relativ unspektakulär noch aussieht, möchte ich sagen. Wir haben aktuell, Prachtstufe muss sein, Prachtstufe 1. Aktuell. Und das Ganze reduziert sich jetzt langsam, leider. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich gleich mal schön in Annehmlichkeiten investieren. Das heißt, das kostet uns wieder ein bisschen Geld. So, wir haben die Auswahl zwischen Stammeshof, Kriegshof und Ränkehof. Der Kriegshof gibt uns ein bisschen mehr Effektivität für die Ritter. Meine ich mit den ganzen Prestigekosten nochmal vielleicht unsere Kultur abspalten? Ist ja Wahnsinn, was wir jetzt an Prestige haben. Leute, ich glaube, wir spalten noch ein bisschen die Kultur ab. Kriegsvolk Konter. Größe von Kriegsvolk Regimentern plus 1. Oh. Hier Armeebeutekapazität auf Stufe 3. Ja, das wäre schon ganz gut, ne? Kampfgeschick braucht halt bei uns jetzt kein Mensch. Kriegsvolk Unterhalt reduziert. Ja, Stammeshof ist schon auch nicht verkehrt, ne? Spalter. Ja, könnte man schon. Ich glaube, ich habe sogar noch irgendwie Achievements offen für diese ganzen Kultursachen. Ah, ich bin nicht so begeistert. Also diese Größe von Kriegsvolk-Regimentern ist schon ganz okay, aber wir bleiben jetzt mal auf Stammeshof, Leute. Weil wir hier doch ganz viele Boni bekommen. Ne, da machen wir jetzt keine Änderung. Die Hofsprache bei uns ist Nordisch. Habe ich nicht eine andere Sprache theoretisch auch noch, ne? Aber das passt schon. So, jetzt bin ich wieder rausgeflogen. Also, dann kümmern wir uns mal kurz um unseren Hof. Kopf über. Eine Schar von Leuten in Roben stürmt in den Thronsaal, sucht eifrig den Boden ab, hebt dabei von Stühlen bis hin zu Röcken alles kurz einmal an. König Gorm,
schreit einer, wir sind die Anhänger von Gunhild, der Kopflosen, einer großen Heiligen, wegen einer Prophezeiung, die man ihr bei der Geburt mitgab, enthauptet wurde. Wie es bei den Heiligen oft üblich ist, begann ihr Kopf wegzurollen. Wir haben ihn quer durch das Land verfolgt und sind uns sicher, dass er den Hügel hinauf in eure Burg gerollt ist. Ja. Hier wird natürlich nicht die Burg durchsucht. Seid ihr bescheuert oder was? Das ist doch nicht hier meine Burg durchsuchen von irgendwelchen Leuten, die einem Kopf nachlaufen. Ich helfe bei der Suche. Ich werde nicht zulassen, dass irgendein Kult meinen Hof auf den Kopf stellt. Ränkespielherausforderung. 66% der Kult ist eingeschüchtert. 33% der Kult wird zurückkommen. So, Hofpracht Stufe erhöht auf Stufe 4. Kult ist eingeschüchtert. Sehr schön. Passt. So, reduziert sich natürlich wieder. Also wir müssen ein bisschen gucken. Wir müssen jetzt auf die 1 hier kommen. Die Frage ist, machen wir das über Mode, über Verpflegung, über die Unterbringung oder über die Dienerschaft? Ich hätte jetzt gesagt, wir machen das über die Dienerschaft, weil ich immer noch was im Hinterkopf habe, dass man mehr Diener braucht, um irgendwie bestimmte Ereignisse auszuführen. Ich glaube, es war die Jagd oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das war die Jagd. Das heißt, wir werden jetzt mal in die Dienerschaft investieren. Wir haben aktuell minus 4,7 sogar. 0,4, was uns das kostet. So, wir sind immer noch nicht darüber. Wir sind immer noch nicht darüber. Das heißt, wir müssen noch was ändern. Anspannungsverlust gäbe es hier. Gäste können länger bleiben. Gastakzeptanz. Hofpracht erhöht. Anspannungszuwachs reduziert. Die Qualität einer abgeschlossenen Inspiration erhöht sich mit einer geringen Chance. Das hört sich ja ganz gut an. Oder ein bisschen mehr Prestige. 0,2 Punkte. Ja, wir machen mal die Unterbringung. Für das Artefakt oder für die Inspiration. So, schweineteuer. Wir sind jetzt über 1. Der Thron ist meiner Meinung nach ein bisschen zu groß für uns. Wir brauchen hier einen Schemel, den man hier darunter stellt, damit wir hier hochkommen. Ansonsten müssen wir ständig hochgehoben werden, das auch ein bisschen peinlich ist. Wir werden noch die Wappen aufhängen. Wir haben jetzt hier zwei Wappen. Einmal ein Dynastiebanner und einmal ein Hausbanner. Ja, das Dynastiebanner hier, das große G, kommt natürlich hier in die Mitte. Und hier rüber das Hausbanner, weil das auch ein großes G ist. Komischerweise. Na gut, beides große Gs und mehr gibt es aktuell hier nicht zu verteilen. So, wir warten immer noch auf unsere Truppen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass wir immer noch die gleichen... Kriegsgründe haben, wie als nicht-feudale Herrscher. Das war jetzt überraschend schnell, überraschend kurzfristig. König Gorm von Gorm und die Inseln hat seine sterbliche Hülle hinter sich gelassen. Im Alter von 68 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Er war begeistert von der Jagd und verbrachte oft Wochen in der Wildnis, wo er dem seltensten Tier wild nachspürte. König Gnorm besteigt den Thron. Da er erst 8 Jahre alt ist, wird der Rat ihn in den ersten Jahren seiner Herrschaft unterstützen. Uiuiui. Da haben wir aber Glück gehabt, dass wir zum einen uns doch noch schnell den Königstitel geholt haben und zum anderen, dass wir die Erbschaften umverteilt haben. Das ging jetzt schnell. Ich hätte jetzt schon noch mit 2-3 Jahren gerechnet, aber das ging jetzt schnell. Na gut, das heißt, wir haben jetzt sowieso ein bisschen was zu tun. Wir sind jetzt weit über unserem Domain-Limit, was schon echt schlecht ist mittlerweile. Und das heißt für uns, ich hätte jetzt aber gesagt, dass wir das noch aussitzen. Das wird echt schwierig jetzt. Aber wenn wir Glück haben und ein bisschen Verwaltungspunkte bekommen, dann können wir noch 1-2 zusätzliche Domänen uns sichern.
was gar nicht mal so schlecht wäre. Erstmal durchatmen. Jetzt habe ich extra unseren König so eingekleidet im letzten Stream. Und das war es jetzt schon wieder, ne? Sehr schade. Na gut, vielleicht wird sich unser König Knorm, er sei gepriesen, ähnlich dann kleiden. Und wir müssen jetzt noch 8 Jahre aushalten. Wir brauchen jetzt auf alle Fälle einen Vormund, Leute. Und zwar einen Vormund, der sich auf die Diplomatie... Ja, der sich auf die Diplomatie fokussiert. Die Frage ist, wer wäre dafür denn geeignet hier? 15 Punkte, Gurli Ivas Dottir. Hat eine schlechte Meinung von uns. Das ist wahrscheinlich, oh, Säuferin. Aber ist eine graue Eminenz hier. Also vielleicht wäre das gar nicht mal so schlecht. Oder wir lassen uns von unserer Halbschwester unterrichten. Als Zwergin ist sie uns wohlgesonnen, hoffentlich. Ist er ein Gnom nach Dien Knorm? Oh Gott. Wow.